Also ich habe schon ganz früh angefangen, in der Gastronomie zu arbeiten. Und das mache ich tatsächlich schon, seitdem ich 14 bin, und habe mich dann irgendwo dazu entschieden, dass ich das halt beruflich auch machen möchte, weil mir dieser Kontakt zum Gast sehr, sehr wichtig ist. Diese Nähe zum Menschen, die ich da aufbaue, die ist unglaublich. Und das kann man halt im Restaurant richtig schön umsetzen, diesen Gastkontakt halt zu halten, Dinge zu verkaufen, Dinge zu empfehlen, diesen Spaß daran, den Stress, den man zwar dadurch hat, aber der bringt halt irgendwie auch am meisten Spaß, und das macht halt so irgendwie so das Gesamtpaket aus. Indem wir über die Berufe informieren und die Möglichkeiten aufzeigen, die eine Berufsausbildung im Gastgewerbe bietet, weil es ja nur dann möglich ist, das herauszufinden, was man als Liebstes macht und welcher Beruf einem liegt, wenn man auch weiß, welche Berufe es gibt. Meine Pläne sind es erstmal, Erfahrungen zu sammeln. Ich gehe persönlich nach Büsum jetzt, vielleicht aus der Fett und Spa. Da werde ich als Kommi anfangen. Und dann versuche ich in den nächsten 3 bis 5 Jahren meinen Ausbilder zu machen und dann meinen Meister hinterher auch. Also wenn man sich für die Ausbildung Gastgewerbe interessiert, würde ich jedem raten, mit dem Herzen dabei zu sein und wirklich Leidenschaft dafür zu haben. Es werden harte Tage kommen, aber die werden sich auf jeden Fall auszahlen, und mit denen wächst man auf jeden Fall am meisten. Ich stelle mir vor, dass die Ausbildung von morgen deutlich technologieorientierter sein wird und dass so diese gastronomischen Themen, dass die ein bisschen in den Hintergrund treten. Wenn man sich so anguckt, womit beschäftigen wir uns im Hotel im Moment, dann ist das Digitalisierung in allen Bereichen. Auch die Nachhaltigkeit wird, denke ich, in der Zukunft ein großes Thema sein. Was sich nicht ändern wird, ist, dass wir weiterhin ärztliche Gastgeber ausbilden, die Lust haben, unsere Gäste zu begeistern.